250 Franken. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Unity, nicht Syndicate. Wir sind hier in Francais und nicht in Dingenskirchen da. In eine andere Spiel mit dem Titel Assassin's Creed. Bruder Ubisoft. Und ich weiß nicht, wie ich das ausspreche. Und weil ich das generell nicht so drauf habe. Und was mache ich da eigentlich? Ich weiß es nicht, wie. Monami oder was weiß ich. Was weiß ich, ist irgendwie eins meiner Lieblingswörter. Natürlich auch in diesem Let's Play mit einem sehr großen Gehalt. Auch und das ist Stufe 3. Toll. Okay, einmal hat geklappt. Ja, ich will's. Ich will mich gar nicht weiter dran versuchen. Außerdem, warum werden die Stifte immer ausgewechselt? Das ist auch wieder so ein Logikproblem von dem Spiel. Ja. Ein Dieb. Wir haben wieder Aufmerksamkeit erregt. So, jetzt geht's aber weiter mit der Story. Weil ich oft darauf Bock habe. Denn wir wollen ja wissen, wie es hier weitergeht in Francais. Aber dass der Anhalt, dass der Content an Stufe 3 Truhen jetzt deutlich wächst, hätte ich nicht gedacht. Wir haben wahrscheinlich schon so viele Stufe 2 Truhen geöffnet. Ist die einzige plausible Erklärung. So, füllen wir jetzt erstmal wieder unser Zeug auf. Verbrauchsgegenstände. Dietriche. Hätten wir gerne einen. Ich möchte eigentlich gerne alle. So. Ich weiß gar nicht, warum meine Füße so einschlafen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Oder bisher noch nichts Großaufwendiges. So, hey, hier direkt in der Nachbarschaft ist eine Truhe. Vielleicht ist die ja Stufe 2. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ihr wisst es nicht. Das ist nicht so schön. So, auf Wiedersehen. Ich muss das alles immer mit einem Lächeln betrachten, Leute. Ach, da braucht man ja nur einen einzigen Stift. Ist ja lächerlich. Da knackt mein Bein ja richtig laut. Maßgeschneiderte Banditenscheiße. Okay, ich will es mal ansehen. Ich sehe es mir nicht an, weil ich nicht weiß, wo es ist. Ah, Mann, verschwendet, absolut verschwendet war das doch. Sag mal, wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich in der Fortschrittsanzeige? Gerade mal 17. Das ist ja auch hier sehr großzügig verteilt über viele verschiedene Quests. Ja, sowas noch nicht gesehen oder was? Ja, ich gehe jetzt hier nochmal um die Ecke, um das andere Schloss zu öffnen. Um nebenbei noch einen Verbrecher zu töten. Ach so, das ist ja wieder das Haus, auch doch nicht. Ich verstehe nicht, was meint die damit? Ist dir die Hose etwa zu eng? Dass ich Dinge tue, die eigentlich kein normaler Mensch tut? Ich meine, ihr rennt hier doch auch mit Schwertern rum. Und ehrlich, ihr lasst es doch der Exekutive. Die Stadt zu beschützen, meine Freunde.
Das ist voll unprofessionell. Okay, now we're really in crisis. Was ist ein richtiges Button-Gemisch und ihr hört's auch. Och nein. Also mein Motivationsgrad sinkt schon langsam. So, dann versuchen wir uns nochmal und diesmal in aller Stille. Perfekt. In der Mitte müssen wir auch relativ gut treffen, oder? Sag niemals nie. Knapp. Ach, vergiss es. Komm, das hat doch alles keinen Wert. Also ich muss auch mal mir mal meine Grenzen setzen. Oh Gott, ein Dieb wieder auf der anderen Seite. Meine Güte, ihr schenkt euren Spielern aber auch das richtig. Hey du! Komm, versuch doch zu flüchten. Oh, schaffe ich es, diese 30 Meter einzuholen? Ich weiß es nicht. So. Was habe ich jetzt wieder Tolles verdient? £2.500. Seht ihr, Leute, so kann man Geld erreichen. Ja, apropos, kann ich vielleicht noch irgendwas kaufen? Ausrüstung? Ausstattung? Bessere Legs? Also normalerweise nennt man das ja Hosen. Nur ganz nebenbei. Ja gut, es senkt einen richtig den Status ab. Also da sieht man ja immer wieder oben, was es einen bringt. Also ich glaube, wir sparen da jetzt erstmal. Weil es gibt manche Dinge, die sind von den Stats her besser. Manche, die allerdings einen im Level her sinken lassen. So. Templerüberfall. Und dann haben wir die Hälfte des Spiels schon durch. Eigentlich traurig. Elise! Verdammt! Wie war das? Hotel Voisin? Merde! Okay, was geht jetzt ab? Elise finden. Okay, ich muss den Schurken töten. Okay, Kopfschüsse. Das müsste doch eigentlich gehen. Wer seid ihr? Einmal Kopfschuss. Ah, verdammt. Schon zielen. Was tust du denn hier? Später. Komm, ich will Kopfschüsse machen. Zwei. Ach verdammt, warum schieße ich auch extra daneben? Okay, jetzt habe ich gar keine Schüsse mehr.
Und der steht einfach so rum. Ich könnte jetzt einfach so umbringen. Oder erwürgen. Machen wir das einfach mal. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre dich später. Okay, habe ich da... Ja, ich glaube, ich habe es mal wieder verkackt. Das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, doch, wir haben noch das Ziel mit den Kopfschüssen. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los. Die Güte, die spricht ja ganz höflich. So ein richtiger Rotschopf halt. Nein, ich möchte den eigentlich bestehlen. Möchte jemand in den Kopf schießen? Und warum auch immer die einen schönen Hut tragen. Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Okay, jetzt geht's los in der dritten Liga. Und überhaupt keine Schüsse. Das finde ich nicht so toll. Och, Stufe 3, Schlösser, meine Güte, warum? Warum? Sie können nicht weit sein. Lass sie nicht entwischen. Toll, ein verbrauchter Sync-Punkt. Da müsst ihr mich nicht gleich wieder darauf aufmerksam machen. Kein Schuss. Auch keiner. Ach Mensch, so würdest du doch nichts. Doppelattentate. Wie wär's mal mit einem Doppelattentat? So ein hässliches Geräusch. Findet sie. Ach, das ist kein Doppelattentat. Das ist es einfach nicht. Toll, ich glaube, das wird man wieder mit beiden Missionszielen nichts, weil die geben keine Schüsse. Gut, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe ja ein paar verschossen. Wenn ich das wüsste. Die haben alle keine Schüsse. Oder Munition, wie sich das richtig ausspricht. Okay, da geht's raus. Da will ich nicht raus. Ich will noch ein paar Leute finden. Noch eine Sackgasse. Ich kann überhaupt nichts sehen. Wie kommen wir hier raus? Wir müssen irgendwo hier sein. Ja, es geht doch auch gar nicht. Ich stand doch zwischen denen drin. Dann wird mal wieder nichts draus. Ist halt euer Problem, wenn ihr die Sachen halt so stellt. Es gab zwar Möglichkeiten, zwar. Ich weiß, dass man Doppelattentate ausführen kann, aber. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. So definitiv nicht. Was nun? Hast du eine junge Frau gesehen? Groß, ach so, Kopfschüsse kann man noch machen, aber... Da jemanden zu finden, der Schüsse abgeben kann.